Hallo ihr Lieben, heute gibt es diese super leckeren Low Carb Brötchen und wenn ihr sehen wollt, wie die gemacht werden, dann bleibt dran. So, für die Brötchen brauchen wir eine ganze Tasse, ich zeige das mal so, eine ganze Tasse Mandelmehl, ich nehme gemahlene Mandeln, also kein Mandelmehl, gemahlene Mandeln und eine Vierteltasse. So, und eine Vierteltasse. Dann 2 Teelöffel Backpulver. So, 1, 2. Ich nehme dann immer gerne so 2, 3 Esslöffel, Teelöffel Hefeflocken noch dazu. 1, 2, dann machen wir 3. Genau, Flohsamenschalen. Ich nehme da immer die von DM. 5 Esslöffel, so ungefähr. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt noch 1 Teelöffel Salz. So ein bisschen weniger, also ein gestrichener, würde ich sagen, gestrichener Teelöffel Salz. Das drehe ich jetzt erstmal um, damit sich die trockenen Zutaten vermischen. Dann kommt hinzu 2 Teelöffel Apfelessig. Mal sehen, ob ich es schaffe. 2, genau. 3 Eiweiß. 3 Eiweiß. Das rühre ich jetzt schon mal so ein bisschen um. Und dann kommt dazu 1 Tasse heißes Wasser. Und dann muss man schnell umrühren, weil wir ja kein Rührei wollen, sondern einen anständigen Teig. So. Durch die Flohsamenschalen quellt das auch sofort. So, ich mache jetzt mal so. So, ich habe mal umgeswitcht auf den Spatel. Wie gesagt, das sammelt sich ganz schnell, weil die Flohsamenschalen ja schnell quellen. So, das war es eigentlich jetzt auch schon. Das ist der Teig für die Low Carb Brötchen. Und jetzt werde ich die noch formen. So, ich habe jetzt den Backofen auf 175 Grad Umluft vorgeheizt. Und ich forme jetzt die Brötchen, das ist auch ziemlich fest geworden. So soll es auch sein. Einfach wie Knete so ein bisschen formen, ein bisschen rollen. Man kann die Hände auch immer wieder mal ein bisschen nass machen. So. Ich mache die dann immer noch mal ein bisschen platt, weil die gehen noch mal auf. So. Und so ein bisschen schöner machen. Das ist es. Ich mache noch einen. Einfach kneten. Man kann die auch kleiner machen. Wie gesagt, die gehen noch ein bisschen auf. Aber mein Sohn wollte ein bisschen größere haben. Deswegen mache ich die heute relativ groß. Ja, so. Kommt wieder aufs Backblech. Und jetzt mache ich die restlichen Brötchen. Ja, aus dieser Menge habe ich jetzt 8 Brötchen rausbekommen. Und die kommen jetzt gleich in den Backofen für 50 bis 60 Minuten. Das ist immer abhängig vom Backofen. Müsst ihr halt mal gucken. Ab 40 Minuten würde ich immer mal so gucken. Und ich will nochmal betonen, ich habe gemahlene Mandeln benutzt. Die ganz stinknormalen, die man beim Discounter kaufen kann. Ich habe es auch schon mal mit gemahlenen Haselnüssen gemacht. Es wurde genauso gut. Ich sah keinen Unterschied. Und ihr müsst auch nicht die geschälten Mandeln nehmen. Nehmt ruhig die mit Schale. Das spielt überhaupt keine Rolle.
Die sind nämlich ein bisschen günstiger. Und es werden noch relativ dunkle Brötchen, aber das werdet ihr ja gleich sehen, wenn die fertig sind. Bis gleich. So, unsere Brötchen sind fertig und die sehen einfach super aus. Total, oh, noch sehr heiß. Die haben auch eine richtig schöne Kruste und gleich werden wir sie probieren. So, das waren meine super leckeren Low Carb Brötchen. Probiert sie unbedingt mal aus. Wenn euch die Brötchen gefallen, schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Und ich freue mich über jeden Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal und tschüss, bis zum nächsten Mal.